Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem Lesemonatsvideo. Es ist schon lange her, seitdem ich so ein Video gemacht habe. Ich hoffe, ich bin nicht zu viel aus der Übung. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Das erste und einzige Buch, was ich im Oktober gelesen habe, war Throne of Glass, die Vorgeschichte, also Selenas Geschichte. Und ja, wie der Titel schon verrät, es ist die Geschichte von Selena Sardothian, die ist die Assassinin von, wie heißt diese Königreich nochmal? Sie ist einfach die berüchtigste Assassinin der Welt, sage ich einfach mal. In diesem Buch lernen wir sie sehr gut kennen, die verschiedenen Missionen, die sie schon... Okay, jetzt möchtest du raus? Also wie ich sagte, bevor ich unterbrochen wurde, in diesem Buch geht es um 5 verschiedene Missionen, die Selena zusammen mit Sam, das ist einer, die auch Assassin ist, mit ihr zusammen in diese Gilde, glaube ich, heißt es. Also das ist die Gruppe von Assassinen sozusagen. Und wir lernen sie sehr nah kennen, Selena, aber auch Sam und wie diese Feindschaft zu Freundschaft wird, und es ist meiner Meinung nach sehr schön geschrieben. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, wirklich reinzukommen in der Geschichte, aber ich glaube, das liegt daran, dass es ja 5 verschiedene Kurzgeschichten sind, aber an sich habe ich dem Ganzen 5 Sterne gegeben. Ich war so begeistert von diesen 2 Charakteren und am Ende, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe sogar geweint. Also wer schon Throne of Glass gelesen hat und zögert, diese Geschichte zu lesen, das empfehle ich auf jeden Fall. Ich weiß, es ist ein bisschen umstritten, in welche Reihenfolge man die Geschichte, diese Vorgeschichte lesen sollte, ob nach dem ersten Band, nach dem zweiten, nach dem dritten, weil es ja zu Spoilern kommen könnte. Ich habe bisher Band 1 bis 4 gelesen und die Vorgeschichte, und meine persönliche Meinung ist, dass man viel mehr von der Geschichte hat, glaube ich, wenn man sie ganz am Anfang liest, obwohl ich das eigentlich nicht gemacht habe. Ich habe das Buch 2 oder 3 Monate, bevor ich die Vorgeschichte gelesen habe, habe ich den ersten Teil auf Englisch gelesen. Und dann war ich in Deutschland und ich dachte, okay, ich fange einfach mit der Vorgeschichte an und gehe die Reihe nach. Und es war das Beste, was ich hätte machen können, weil ehrlich gesagt, über dieses Buch hier war ich ja gefesselt, aber irgendwas hat mir gefehlt und ich glaube, es war genau diese Hintergrundgeschichte. Ich habe die Motivationen, ihre Wut nicht verstehen können, Selenas Wut in diesem ersten Teil, und dadurch, dass ich die Vorgeschichte gelesen habe, war es einfach das Perfekte, um einfach sie besser zu verstehen, mit ihr mitzufühlen, sie mehr zu feiern und anzufeuern. Ja, ich glaube, so sagt man das, anzufeuern. Wenn ich von vornherein die Vorgeschichte gelesen hätte, wäre ich viel mehr investiert in die Geschichte gewesen. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Vorgeschichte gelesen habe und mich dazu entschieden habe, den ersten Teil trotzdem nochmal zu lesen. Weil als ich das Buch ja nochmal gelesen habe, konnte ich auf einmal verstehen, ah, deswegen ist dies so, ah, deswegen ist das so. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel die Vorgeschichte nach dem zweiten oder dritten Teil liest, hat man schon diese Aha-Momente. Aber ich glaube, sie sind nie so stark, weil man, wenn die Zeit vergeht, vergisst man genau, was man in einem Buch gelesen hat oder was vielleicht verwirrend war. Und deswegen finde ich es sehr gut, eventuell sogar den ersten Teil zu lesen, die Vorgeschichte zu lesen und dann den ersten Teil nochmal zu lesen. Aber ich weiß, dass nicht jeder unbedingt den ersten Teil sofort rereaden möchte. Falls ihr nicht wisst, worum es in diesem Buch geht, sollte ich es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Im Prinzip fängt die Geschichte hier an mit Teil 1, Throne of Glass, die Erwählte. Und ich lese diesmal einfach den Klappentext vor. Selena Sardothian ist jung, schön und zum Tode verurteilt. Doch dann erhält sie eine letzte Chance. Kronprinz Dorian hat sie dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie, erhält sie ihre Freiheit zurück. Verliert sie, bezahlt sie mit ihrem Leben. Und hier auf dem Klappentext steht eigentlich auch, dass 2 Männer sie lieben, das gesamte Land sie fürchtet,
und nur sie das Königreich retten kann. Irgendwie habe ich mir viel mehr davon versprochen, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, es muss ja viel mehr Action haben. Aber die Geschichte entwickelt sich ehrlich gesagt ein bisschen langsam, weil, wie gesagt, sie muss ja ein bisschen für ihre Freiheit kämpfen, aber es ist nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass sie in einer Arena mit keine Ahnung, wie vielen anderen zu Tode kämpft, sondern es ist mehr so Challenges und bei jedem Challenge, jede Runde sozusagen, werden, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob eins oder zwei, ich glaube, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie viele Leute pro Runde eliminiert werden, also pro Challenge. Und wir sehen, wie sie sehr geschwächt ist, weil sie ein Jahr lang gefangen gehalten wurde. Sie war eigentlich eine Sklavin und sie war sehr unterernährt. Allerdings war sie die beste Assassine der Welt, also kommt das zurück, sage ich einfach mal. Und wir sehen, wie sie trainiert und wie sie besser wird und wie sie die Challenges überwindet. Gleichzeitig aber gibt es eine andere Geschichte, und zwar passieren unerklärliche Sachen. Es fangen an, ein paar von den anderen, wie soll ich sie nennen? Kämpfer? Von den anderen Kämpfer, Konkurrenten, fangen an, in unerklärliche Weisen zu sterben. Auf jeden Fall haben wir die zwei Spannungsquellen, einmal der Wettkampf und einmal diese Mörder, sage ich einfach mal, der diese verschiedenen Leuten einfach umbringt. Und wird Selena die nächste sein? Mit jedem Teil. Also ich habe einfach alle fast nacheinander gelesen, die Teile von Throne Glass. In dem zweiten Teil geht es darum, es ist so, das ist sehr schwer mit einer Reihe zu sagen, was in dem zweiten Teil passiert, ohne zu verraten im Prinzip, was in dem ersten Teil passiert. Ich kann nur sagen, dass jeder Teil spannender wird, dass wir sehen, wie Selenas Charakter stärker wird und wächst mit der Zeit, und immer kommen neue Wendungen, die man vielleicht nicht kommen sehen hat. Immer wird es gefährlicher, gewalttätiger und ja, unterhaltsamer, würde ich mal sagen. Übrigens finde ich die Cover, weiß nicht, ich weiß, die machen ein bisschen Angst, aber ich mag die Cover irgendwie. Auf jeden Fall die deutschen Cover, die Cover in den USA eher weniger, würde ich sagen. Ich weiß nicht, irgendwas zieht mich zu den Büchern an sich, weil sie so weiß sind und dann immer eine verschiedene Farbe haben mit Selena auf dem Cover, wie sie eine Waffe hält oder so und immer so böse guckt. Ich lieb's einfach. Und dann das fünfte Buch, was ich im November gelesen habe, ist Teil 1 von dieser Chroniken der Unterwelt-Trilogie von Cassandra Clare. Der erste Teil heißt also City of Bones. Und in diesem Buch geht es um die 15-jährige Clary, die lebt mit ihrer Mutter in New York. Als diese entführt wird, offenbart sich Clary ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Jocelyn, das ist die Mutter, war einst eine Schattenjägerin, Mitglied einer Bruderschaft, die seit über 1000 Jahren Dämonen jagt. Dann wird Clary selbst von düsteren Gestalten angegriffen und der ebenso attraktive wie geheimnisvolle Schattenjäger Jace rettet ihr das Leben. Er nimmt sie mit ins New Yorker Institut der Gruppe, wo Clary immer tiefer in eine faszinierende Welt hineingezogen wird. Doch ein tödlicher Machtkampf droht, die Gemeinschaft der Dämonenjäger zu zerreißen. Werden Clary und Jace es schaffen, Jocelyn zu retten und die Welt der Schattenjäger vor dem Untergang zu bewahren? Es geht also in diesem Buch um Schattenjäger, um Dämonen und dass es einen Unterschied gibt, ein bisschen wie bei Harry Potter, dass die normalen Leute sozusagen das alles nicht mitbekommen, das alles nicht sehen können. Und ich habe mir ehrlich gesagt viel mehr von diesem Buch versprochen. Ich dachte, es klang so spannend, aber im Endeffekt war es eher so, ja, teilweise spannend und dann wurde es wieder ruhig, als alles erklärt wurde. Aber, ich weiß, dass manchmal der erste Teil, vor allem, ich weiß nicht, ob das unbedingt das erste Buch der Autoren war, aber auf jeden Fall das erste Buch in der Trilogie. Sind eigentlich sechs Bücher. Naja, okay. Sagen wir einfach mal in der Reihe.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir mehr versprochen von dem Buch. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, 4 Sterne gegeben, nur weil es manchmal ja so spannend war und ich weiß, dass das Potenzial einfach da ist, so großartig zu sein. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Allerdings habe ich mich dazu entschieden, doch die ganzen Bücher, also für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt viele Reihen von Cassandra Clare, die spielen im gleichen Schattenjäger-Universum. Und ich habe 2 andere davon auch gekauft, weil ich die als erstes lesen möchte. Und dann möchte ich diese Trilogie dann nachher neu anfangen. Ich habe schon wieder Trilogie gesagt. Es sind 6 Bücher, also Reihe. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich viel recherchiert habe und es gibt verschiedene Methoden, wie man die Bücher lesen kann, also verschiedene Reihenfolgen. Und ich habe mich dazu entschieden, sie chronologisch zu lesen. Ich dachte einfach, ich probiere es mal chronologisch aus, weil wie mit Throne of Glass mochte ich die Vorgeschichte zu lesen ganz am Anfang. Und ja, für mich ist es einfach so interessant, immer zu sehen, wie die Sachen aufeinander aufbauen, obwohl sie nicht unbedingt in der Reihenfolge, obwohl ich sie nicht lese, in der Reihenfolge, in die sie publiziert wurden. Weil für mich macht es einfach viel mehr Sinn, wenn alles nacheinander passiert und ich nicht nachher denken muss, so in dem anderen Buch war es dann später in der Zukunft, Zukunft später einfach in der Zeit und das hier ist jetzt früher in der Zeit. Das verwirrt mich ein bisschen, vor allem weil mit Fantasy gibt es immer so viele neue Sachen, die man entdeckt, neue Charaktere, neue Welten. Und es ist einfach ein bisschen viel im Kopf zu behalten, finde ich. Ich meine, jeder macht, wie er möchte, finde ich. So, als nächstes ein Buch, das ich als E-Book gelesen habe. Also ich habe es nicht hier, blende es hier bitte ein, Lese aus der Zukunft. Das Buch heißt, Moment, Bright Lights, Big Christmas von Mary Kay Andrews. Ich glaube, das wurde noch nicht übersetzt ins Deutsche. Ich habe es dann auf Englisch gelesen und in diesem Buch geht es, es ist ein, würde ich sagen, sehr weihnachtliches, cozy Buch. Es war einfach so perfekt, genau das, was ich gebraucht habe. Ich hatte ein bisschen Angst, weil manchmal cozy kann eigentlich eher kitschig sein, aber dieses Buch war einfach so. Es hatte die perfekte weihnachtliche Atmosphäre. Also es geht um Carrie, die wohnt eigentlich in, ich glaube, es ist South Carolina, also irgendwo in einer kleinen Stadt mit ihrer Familie und sie besitzen eine Farm, wo sie Weihnachtsbäume unter anderem züchten, glaube ich, ist das Wort. Und die in dem Familienunternehmen jeden Weihnachten fahren sie die ganzen Bäume, Weihnachtsbäume, Tannenbaum. Tannenbäume. Sie fahren die ganzen Tannenbäume nach New York und verkaufen sie dort. Allerdings ist dieses Jahr der Vater, weil ja normalerweise der Vater und der Bruder das zusammen machen. Sie fahren nach New York, aber der Vater ist irgendwie krank geworden. Er kann nicht. Und sie fragen die Schwester, also Carrie, ob sie mitkommt. Sie möchte eigentlich nicht, aber dann tut sie es trotzdem, weil das ja für die Familie ist und so. Und momentan ist sie sowieso ein bisschen verloren in ihrem Leben. Also es ist die perfekte Gelegenheit, ein bisschen Abenteuer zu erleben. Also geht sie dorthin. Und es ist so süß, weil ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber sie schlafen einfach in einem Wohnmobil auf der Straße. Und die ganzen Leute dort kennen sie, weil sie jedes Jahr, der Vater und der Sohn, dorthin fahren. Sie geben zum Beispiel die Nachbarn, sagen, du kannst bei uns duschen. Und es gibt eine kleine Bäckerei, wo sie ja Kaffee und sowas, ein Kaffee eher vielleicht, sage ich mal. Sie können im Prinzip dort umsonst, glaube ich, frühstücken. Es war einfach so niedlich. Ich liebe so eine cozy Atmosphäre, wo alle sich kennen und jeder ist nett zu den anderen und sie interessieren sich wirklich für die Menschen. Ich finde, das ist einfach so, ja, cozy, nicht nur, aber irgendwie, es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie Menschen doch zusammenkommen können. Weil vor allem heutzutage hat man das Gefühl, dass man ein bisschen alleine, für sich alleine gestellt ist. Also für mich ist so ein Buch einfach perfekt. Vor allem Weihnachtszeit möchte man ein bisschen mehr.
Na, vielleicht sage ich einfach nichts mehr. Okay. In dem Buch geht es aber auch um einen Love Interest, der heißt Patrick. Und er hat ein, glaube ich, 10 Jahre alt ist der, ein zehnjähriger Sohn. Zehnjähriger? Ja, ein zehnjähriger Sohn. Und die ganze passiert einfach dort, wo sie die Bäume verkaufen, auf der Straße. Und es war einfach so süß, so niedlich. Was kann ich sagen? Ich habe den ganzen 4 Sterne gegeben, weil das Buch ja, glaube ich, weniger als 300 Seiten hatte. Es war einfach ein Wohlfühlbuch, sag ich mal. Definitiv eine Empfehlung für mich, für vor allem für die Weihnachtszeit. So, das nächste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Mein Adventskalender. Und das war ein Buch, was 24 Kurzgeschichten hatte, sogar Gedichte dabei. Verschiedene Weihnachtsgeschichten aus verschiedenen Ländern. Was war das? Okay, das ist gerade aus meinem Buch rausgeflogen. Das hier hat mir ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir so wieder süße weihnachtliche Geschichte vorgestellt, aber sie waren teilweise sehr grausam, düster und sogar teilweise hatten sie nichts mit Weihnachten zu tun. Ich las die Geschichte und dachte so, was soll das jetzt? Das war so deprimierend. Es hatte nichts mit Weihnachten zu tun. Und vor allem die Gedichte waren so lang und ich verstehe Gedichte nicht so gut. Ich genieße sie eigentlich nicht. Auf jeden Fall hat das Ganze nur 3 Sterne von mir bekommen. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, welches ich wirklich mich packen konnte, mich faszinieren konnte. Starling House von Alex E. Harrow. Das ist so was wie ein Gothic-Horror-Buch. Ich weiß nicht, ob unbedingt Horror oder eher Gothic. Keine Ahnung genau, was der Unterschied ist. Und in diesem Buch geht es um, wie heißen sie denn nochmal? Ja, die Namen in diesem Buch sind auch ja so interessant. Es geht um Opal und der andere heißt Arthur. Also Arthur ist der Besitzer von Starling House. Und das Ding mit Starling House ist, dass es viele Geheimnisse zu haben scheint, weil die Leute, die dort wohnen, scheinen irgendwie vorher nicht existiert zu haben. Sie tauchen einfach eines Tages aus dem Nichts auf und sagen, ja, ich bin so und so Starling und ich bin jetzt Besitzer dieses Hauses. Und die Protagonistin in diesem Buch, Opal, träumt eigentlich sehr oft von diesem Haus und fühlt sich irgendwie zu dem Haus hingezogen. Und über die Jahre hat das Haus die Repräsentation, wie sagt man das? Die Reputation, okay, hat die Reputation bekommen, dass das Haus sogar spukt und viele haben Angst vor dem Haus und laufen einfach nicht in der Nähe des Hauses. Aber Opal fühlt sich hingezogen, wie gesagt, sie träumt oft davon und die Träume werden immer intensiver und stärker. Dann bekommt sie ein Jobangebot, dass sie dort beim Starling House arbeiten kann. Und alle wollen nicht, dass sie das macht, ihre Freunde, ihr Bruder. Aber sie tut es trotzdem, weil sie ja das Geld braucht. Und langsam entdeckt sie die Geheimnisse von dem Haus und so. Also es macht nicht so viel Angst, ehrlich gesagt. Aber ich finde, es ist ein perfektes Buch für Oktober, weil es ja ein bisschen spooky ist, aber nicht so, dass es Angst einjagt. Und ehrlich gesagt fand ich ein bisschen komisch, die zwei Charaktere manchmal. Aber ich glaube, mit Gothic ist es manchmal so. Die Sachen, die in dem Buch passieren, haben manchmal nicht natürliche Erklärungen, sondern eher supernatürlich, sagt man das so? Auf jeden Fall liebte ich das Buch. Ich habe es wirklich genossen. Ich konnte es nicht aus der Hand legen, hat mich echt überrascht. Also erstmal schon das Cover von sich alleine hat mich zu sich gezogen. Aber manchmal ist Gothic bei mir Hit or Miss, wenn es doch zu verwirrend ist, dass man sich alles so vorstellen muss, was sie genau gerade sagen wollen, macht es für mich ein bisschen verwirrend und dann doch nicht so interessant. Aber mit diesem Buch ist das nicht der Fall gewesen. Ich war die ganze Zeit geparkt und wollte weiterlesen und herausfinden.
was in dem Buch passiert. Ich habe keine Ahnung, ob das Buch übersetzt ist oder nicht. Und dann kommen wir zum letzten Buch im Dezember und im Jahr 2024. Und das ist ein Thriller von Kate Alice Marshall. No One Can Know. Wenn man das Buch kurz zusammenfassen musste in einem Satz, steht es perfekt hier auf dem Klappentext. Three sisters, two murders and too many secrets to count. Also drei Schwestern, zwei Morde und zu viele Geheimnisse zu zählen. Genau darum geht es. Es geht um drei Schwestern, die sich allerdings entfremdet haben über die Jahre, als sie jeweils 15, 16 Teenager, sage ich einfach mal, waren, wurden deren Eltern brutal ermordet. Und sie standen sogar selber unter Verdacht, dass sie das getan haben. Jahre später folgen wir der Protagonistin Emma, die mittlerweile verheiratet ist, die allerdings aber Geldprobleme hat. Und weil sie ja das Haus von den Eltern geerbt haben, entscheiden sie und ihren Mann dazu, dorthin zu ziehen. Und Emma möchte aber nicht, weil sie hat ihren Mann nie erzählt, dass ihre Eltern ermordet wurden und so. Und sie möchte das nicht, dass die ganzen Geheimnisse wieder ans Licht kommen, beziehungsweise das Ganze, was sie damals geschwiegen hat, wieder entdeckt oder nicht wieder entdeckt wird. Und außerdem hatte sie seit Jahren keinen Kontakt mehr mit ihren Schwestern und sie möchte das dann nicht machen müssen, aber dann entscheiden sie sich trotzdem, das zu machen, weil ja, sonst gäbe es kein Buch. Also, wie man sich vorstellen kann, als sie dort ankommen, sind sie nicht gewünscht, beziehungsweise Emma ist nicht dort gewünscht von den Nachbarn und so, wegen das Ganze, was damals passiert ist. Dieses Buch war sehr spannend. Das Ganze löst sich so langsam auf und man springt zwischen den drei Perspektiven der Schwester, also Emma, Juliette und die andere hieß Daphne. Und wir entdecken auch langsam, was jeder damals und bis heute noch geschwiegen hat. Und es ist wirklich so interessant. Die ganze Zeit war ich mir unsicher, was ist wirklich damals passiert? Haben sie gelogen oder was haben sie geschwiegen oder haben sie die ganze Zeit die Wahrheit erzählt? Es war so spannend, Leute. So, das war es dann, Leute. Die 10 Bücher, die ich im Oktober, November und Dezember gelesen habe. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Alles, was ihr zu sagen habt, schreibt es in den Kommentaren. Ich freue mich einfach unheimlich darauf, über den Austausch mit euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Tschüss!